Ja, es ist schwer, schwer zu ertragen, dass gerade Kinder in dieser Weise ja, missbraucht werden und brutalst behandelt werden. Ich spreche auch von Rastatt der Gewalt, weil ich finde, wir müssen das auch beim Namen nennen. Die Kinder wurden ja vor vielen Jahrzehnten, sage ich einmal, gezüchtigt so. Und ich sehe das ja wirklich als eine psychische, eindringliche Gewalt, also auch eine körperliche. Wir haben ja auch in Österreich einen Fall gehabt, wo wegen Maskenpflicht ein junger Schüler bei -2 Grad draußen sozusagen den Test schreiben musste, gedemütigt vor der Klasse. Und wir wissen über die Spiegelneuronen, werden auch die Kinder, die die Gewalt erleben, Ja. auch Gewalt spüren, aber auch Rohrstab der Gewalt, auch gezüchtigt. Das heißt, sie sagen, wenn du dich jetzt nicht anpasst und genauso still und artig bist, geschieht dir dasselbe. Ja? Und was mich aber erschüttert und wirklich erschaudern lässt, ist die Tatsache, dass diese zuständigen Personen, egal wo sie sitzen, diese Gewalt ausüben. Und die sagen ja auch, es war eine Verordnung. Ja, und das ist ja das Schlimme. Das heißt, dass die kein Rückgrat haben, Halt und Haltung, Stopp zu sagen gegen diese Gewalt an Kindern, sondern diese ausführen. Das erschaudert mich. Und vor allem, was mich noch sehr erschüttert, muss ich ehrlich sagen, dass die Kinderschutzorganisationen schweigen, dass die Kirche schweigt, dass auch viele Intellektuelle schweigen. Also ich höre in Österreich bis auf wenige Dr. Bonelli, Uwe Eckler, jetzt Dr. Schubert. Ich kann jetzt, also natürlich viele Ärzte und Ärztinnen, die sich auflehnen und viele, die demonstrieren gehen. Aber ich sage mal, die intellektuelle Elite und auch meine Standesvertretung oder auch der Psychologen, die schweigen. Das ist für mich, ehrlich gesagt, nicht tragbar. Und diejenigen Ärzte und Ärztinnen, die sich zu Wort melden, die verlieren den Job. Natürlich verstehe ich vielleicht bis zu einem gewissen Grad die Angst dahinter, den Job zu verlieren, weil viele Menschen sind ja, wie Sie richtig gesagt haben, abhängig durch eben Kredite und vielleicht viele andere, weil sie die Familie erhalten wollen oder müssen. Das ist schon ein Motiv, das ich sehr gut verstehen kann. Aber für mich ist dort, wo Gewalt passiert, die Grenze. Weil da muss man wirklich handeln, weil ein Nichthandeln ist sozusagen auch ein Gewaltakt der passiven Aggression. Es gibt ein Nicht-Nicht-Handeln. Es gibt auch eine Nicht-Nicht-Kommunikation, wie schon Paul Watzlawick, wie ich gesagt habe. Aber das ist für mich pure Gewalt und vor allem jene, die schweigen. Und das ist etwas, das erschüttert und erschaudert mich. Ja, geht mir genauso. Dann kann das nur jetzt nochmal bestätigen, was Sie sagen. Auch mein Entsetzen darüber. Ich habe mich als junger Mann, als Jugendlicher oft gefragt, wie konnte das sein im Dritten Reich? Ja, wieso war die Mehrheit einer Bevölkerung kriegsbegeistert oder haben zugesehen oder akzeptiert, dass ein Volk vernichtet werden wird. Ja, das hat mich ein Leben lang beschäftigt. Ich denke, das ist auch ein Grund für meine Berufswahl, um das besser verstehen zu können. Ja, wir erleben das heute wieder, ein solche massenpsychotische irreale Bewegung und das Schweigen der Mehrheit.